Hallo, meine lieben Freunde, da bin ich schon wieder, euer Uwe. Heute mal so ein bisschen so ein aktuelles Thema, denn ich lade ja so fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag so ein Video hoch. Und bei meinem vorletzten Video, da kam unten im Chat so eine Anfrage: Uwe, warum ist denn dein Kaffee im Kühlschrank? Eine gute Frage, wen das interessiert? Der soll ein bisschen weiter schauen. Ich lebe in der Dominikanischen Republik. Das heißt, hier ist unser Klima durchschnittlich jeden Tag so zwischen 30 und 35 Grad. So, nebenbei haben wir hier eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Was wiederum bewirkt, dass gewisse Produkte, wenn man sie hier irgendwo, wie bei euch in Europa, draußen in der Küche platziert, einfach da irgendwo auf dem Tresen oder einfach im Regal, dass diese Produkte das hier nicht lange überleben würden. Und ich nehme euch jetzt mal mit zu meinem Kühlschrank. So, jetzt sind wir hier bei meinem Kühlschrank. Und wenn wir den dann mal aufmachen, dann seht ihr, dass da jetzt nicht nur der Kaffee drin ist, sondern da sind sogar Nudeln drin, da ist mein Toastbrot drin, da sind die Bananen drin, ja, und der Kaffee ist da drin. Gut, nebenbei dann noch ein bisschen Bautzener Senf und so weiter und so fort, aber das hat jetzt heute, hat das ja nichts mit unserem Thema zu tun, ja. So. Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr mal gesehen, was so alles in meinem Kühlschrank drin ist, nämlich nicht nur mein Kaffee, sondern da sind die Nudeln drin, da ist das Toastbrot drin, da sind die Bananen drin, da ist Parmesankäse drin. Das sind alles Sachen, die würdet ihr zu Hause vermutlich draußen irgendwo hinstellen, in euer Regal oder irgendwo anders in die Küche. Aber, oder in Tupperdosen einpacken, habe ich auch alles. Ich habe auch Tupperdosen, aber habe ich alles schon probiert. Aber es ist so, Toastbrot nach zwei Tagen verschimmelt. Kaffee in irgendeiner Form, hast du den länger in einer Büchse, dann ist der auch nach einer Woche, hat der Schimmelansatz. Ja? Die Bananen, die würden hier in so einem Körbchen nach zwei Tagen schwarz. So, also habe ich die im Kühlschrank, da bleiben sie länger frisch, sind auch dann von der Masse fester. Mein Parmesan klumpt nicht, der ist also dann auch schön noch pulvermäßig unterwegs. Und was war noch im Kühlschrank? Ja, die Nudeln habt ihr gesehen, gut, okay. Und mein Toastbrot, ja, aber der Kaffee, ja, das sind alles Produkte, die würden draußen im Regal, wie das bei euch zu Hause ist, schimmeln oder würden aufgefressen von kleinen Insekten. Denn eins, ganz wichtig, wir leben jetzt natürlich nicht so eingepackt wie ihr zu Hause mit Isolierung und dreifach verglaste Fenster und was auch immer. Wir haben hier die Tür auf. So, hier bei mir weht der Vorhang. Bei mir seht ihr immer, wenn ich gegen die Holztür filme, da sind Ritze drin. Da können die kleinen Tierchen unten drunter durch, oben drüber weg. Wir haben ja auch in den Wohnungen haben wir auch die kleinen Geckos, die unsere kleinen Moskitos fressen. Also das ist hier relativ normal, ja. Und genauso ist es natürlich auch, wenn wir hier sitzen mit den T-Shirts und dann ist das Ding ist abends durchgeschwitzt. Also das ist schon eine große Umstellung hier und Europa. Ja, also ihr habt drüben habt ihr das Umgekehrte, ihr habt sehr trockene Luft. Das heißt, gerade wenn ihr natürlich die kälteren Monate habt, habt ihr die Heizung an, da ist die Luft bei euch komplett trocken. Und das ist natürlich der umgekehrte Fall. Hier haben wir halt feucht, feucht, feucht. Das Problem ist auch, dass wir, sage ich euch jetzt einfach, damit ihr das einfach mal gedanklich mal verarbeitet, dass wir Klamotten, also diese T-Shirts, die hänge ich jetzt nicht in meinen Kleiderschrank. Ich habe in jedem Schlafzimmer, habe ich ein, hier nennt man das Closet, also einen Schrank, der eingebaut ist in die Wand. Da hast du zwei Türen, so Stange drin, da könntest du die Klamotten reinhängen. So, die tust du dann waschen, die tust du trocknen. Die sind trotzdem nicht ganz trocken. Dann hängst, würdest du die in dieses Closet hängen. Und nach zwei Tagen könntest du die dann schon nicht mehr anziehen, weil da stinkt ohne Ende. Denn das fängt an und muffelt, ja, also das riecht. Deswegen haben wir Kleiderständer draußen und hängen also unsere Klamotten, ohne Witz, einfach auf offene Ständer im Zimmer und das lüftet also immer durch. Also dann
fangen die Klamotten an, jetzt nicht zu muffeln. Das ist das Problem, wenn du in so warmen Ländern wirklich diese Schränke benutzt und machst also dann auch noch die Türen zu. Wenn, dann müsstest du die Türen auflassen. Das sind alles so Sachen, da macht man sich eigentlich als jemand, der in Deutschland lebt, relativ wenige Gedanken. Ne? Und nichtsdestotrotz, also das lacht meine Mama bestimmt immer wieder, wenn ich nach Deutschland komme und pack meinen Koffer aus, dann sagst du, okay, gleich die Wäsche her, weil die Wäsche muffelt. Da merkst du dann sofort, dass du, wenn du dieses Land verlässt und dann in ein anderes Land fliegst, einmal durch den Flieger, dann auch durch die trocknere Luft, die da vorherrscht in Europa, dass deine Klamotten dann anfangen zu stinken, obwohl du die gewaschen hast. Ja? Und das ist das, was meine Mama immer macht. Also wenn ich nach Deutschland komme, da wird natürlich die Wäsche immer sofort gewaschen, damit die gut riecht. Ich bin auch, glaube ich, der einzige Urlauber, der aus dem Urlaub kommt und hat frisch gewaschene Wäsche. Ah, ja, danke für die Mama, ja, dass sie das macht. So, ja, und das ist nun mal so und damit leben wir. Und das war mir heute mal ein Muss, diese Fragen zu beantworten. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist auch eine neue Idee vielleicht mal für ein paar neue Videoserien. Stellt mir doch mal eure Fragen, also Frequent Asked Questions oder was interessiert euch? Also schickt mir doch mal unter das Video in den Chat, schickt mir doch mal ein paar Kommentare, was euch interessieren würde. Jetzt nicht Automaten zusammenbauen und so weiter und so fort, nein. Aber was für Fragen euch auf dem Herzen liegen, die ich euch dann gerne beantworten kann. Also wieder zurück zu meinen Basics, fragt doch mal den Uwe, ja? So, und sofern das geht, werde ich diese Fragen dann im speziellen Video, dann werde ich mir das mal notieren und werde diese Fragen dann im Einzelnen dann nochmal beantworten. Also, jetzt wisst ihr, warum der Uwe den Kaffee im Kühlschrank hat. Und das war's wieder mal für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.